Die Stiftung Warentest hat getestet viele verschiedene Modelle in ganz verschiedenen Preisklassen. Und das ist jetzt in der Vorweihnachtszeit auch wichtig, dass wir wissen, wo wir, wenn wir denn wollten, zugreifen. Also mit der Kaufentscheidung helfen wir gleich. Sie rühren, kneten, schneiden und raspeln. Die einen gut, die anderen naja. Küchenmaschinen sollen Hobbyköchen und Freizeitbäckern die Arbeit erleichtern. Das kommt gerade jetzt zur Weihnachtszeit vielen wie gerufen. Es gibt sie als von unten angetriebene sogenannte Food-Prozessoren und als klassische Variante mit Schwenkarm. Die Stiftung Warentest hat jetzt beide Produktgruppen untersucht und dabei einige Aufschneider und Schaumschläger gefunden. Vor allem in puncto Sicherheit leisten sich viele Geräte grobe Schnitzer. Roman Schukis ist da von der Stiftung Warentest. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Zunächst zur Begriffsklärung vielleicht. Das eine, die klassische Küchenmaschine mit Schwenkarm, das kommt mir bekannt vor, auch vom Begriff her. Das andere, Food-Prozessoren, steht bei Ihnen da drüben. Was ist das denn? Ganz genau, Food-Prozessor hat den Antrieb unten, entscheidender Unterschied, während hier die Schwenkarmmaschine die Kraft von oben hat und noch ein, zwei Anschlüsse hat. Testen Sie mal bitte eine Rübe. Klein? Eine kleine Rübe. Bekommt sie doch wohl schon, oder? Also man kann damit auch häckseln, schneiden, absolut, rühren. Ja, nee, machen Sie ruhig weiter. Da würde man jetzt stopfen. Das klappt also schon mal ganz gut. Und relativ fix. Beide Produktklassen können das Gleiche oder gibt es dann da doch auch, je nachdem, was man will, Unterschiede? Ich würde sagen, die haben Schwerpunkte. Also die Food-Prozessoren sind tatsächlich eher zum Schneiden, Raspeln, Schnibbeln. Mhm. Und die Schwenkarmmaschinen eher zum Aufschlagen. Eine Sache ist, dass die dieses Planetenrührsystem haben. Also Planetenrührsystem? Ja, genau. Sich nicht einfach nur um die eigene Achse drehen, sondern eben planetenförmig noch Luft unter Massensahne. Es eiert so ein bisschen, sag ich mal. Es eiert so ein bisschen, genau. Dass man Luft in Butter, Sahne, Eiweiß kriegt. Jetzt will ich natürlich zu Hause geschnibbelt bekommen, aber auch vernünftig rühren. Brauche ich dann zwei solcher Riesenmaschinen? Jein, also wir haben schon festgestellt, dass beide beides können. Ist auch so gedacht, dass die tatsächlich auch Sahne schlagen können. Ist aber ein bisschen so eine Notlösung. Also das geht tatsächlich besser mit den Schwenkarmmaschinen. Und die haben aber wiederum auch Aufsätze zum Schneiden und Reiben. Preislich ist das ja durchaus unterschiedlich. Gucken wir gleich drauf. Sie haben hier drüben, das haben wir noch in der Mitte, so einen ganzen Zubehörkasten für hier diesen Food-Prozessor. Braucht's das alles? Ja, das muss dann tatsächlich jeder selber entscheiden. Aber was tatsächlich, Sie sind selber Koch, wie würden Sie entscheiden? Ja, darf ich das verraten? Natürlich, klar. Ich bitte um die persönliche Meinung. Nein, ich habe schon ganz lange seit meiner Lehre eine von den Maschinen, die wir auch getestet haben. Okay. Und ich bin sehr zufrieden. Und da haben Sie nicht so viel Zubehör? Entnehme ich das Ihrem Lächeln? Da habe ich nicht so viel Zubehör, genau. Gut, dann gucken wir mal drauf. Aber hier zum Beispiel so ein Würfelschneider, das kann man schon machen. Also das ist schon praktisch, hätte ich jetzt mit meiner tatsächlich auch nicht. Gut, zeitliche Ersparnis, okay. Aber es ist trotzdem ganz schön viel Geläsch in der Küche. Und das Handwerk des Schneidens ist auch nicht schlecht, wenn man das beherrscht. Jetzt aber gucken wir mal auf die Testergebnisse. Von den 12 geprüften Küchenmaschinen sind viele eher mittelmäßig. Nur zwei schaffen das Gesamturteil gut. Beide sind vergleichsweise teure Food-Prozessoren. Der Magimix für 450 Euro und das Modell von KitchenAid für 570 Euro. Dass teuer aber nicht immer besser bedeutet, zeigt die Küchenmaschine von WMF für 450 Euro. Sie patzte im Dauertest und zeigte auch in anderen Prüfpunkten Schwächen. Für sie und für das Modell Silvercrest von Lidl gab es jeweils nur das Urteil mangelhaft. Das ist doch erstaunlich, dass so eine vermeintlich große Marke, und da können wir drüber sprechen, weil das ist ja im aktuellen Heft getestet worden, sehr bescheiden abschneidet, wie bei WMF, und natürlich auch einen ordentlichen Preis aufruft. Ja, 450 Euro für die Küchenminis, das hat uns ehrlich gesagt auch ein bisschen erschreckt. Die ist im Dauertest ausgefallen. Mhm. Also da werden irgendwie in 500 Zyklen wird Dauerbelastung über mehrere Jahre simuliert. Ja. Und da ist die schon frühzeitig abgeschmiert. Also es gibt die Möglichkeit, den Test natürlich nachzulesen im aktuellen Heft. Und bei uns auch im Netz auf ardbuffet.de steht vieles nochmal zusammengefasst. Können Sie in aller Ruhe, bevor Sie lostigern, nochmal durchlesen. Eine Sache möchten wir noch demonstrieren. Und zwar das Thema Sicherheit spielt auch bei Küchenmaschinen eine Rolle. Es sind nämlich, wenn man es ernst meint mit der Schneiderei, durchaus scharfe Messer drin. Hier unten beispielsweise eben. Sie kennen das vielleicht schon zu Hause von dem einen oder anderen Gerät von Ihnen. Sie haben jetzt schon umgebaut, kommt dann an, hier, ich zeig's nochmal, also da die Finger rein und gute Nacht. Deckel drauf aber und dann umgebaut den Schwenk, machen Sie es. Ja, das ist tatsächlich. Ich will nichts kaputt machen.
Das ist tatsächlich ein ernstzunehmender Einwand. Wenn ich die jetzt anmache, läuft sie. Mhm. Wenn ich die jetzt aufmache, läuft sie auch. Ja. Und das ist natürlich potenziell riskant, wenn man sich vorstellt, Kind sitzt auf der Arbeitsplatte, man macht einen Milkshake. Und vor allen Dingen wollen die mitmachen, die Kinder. Die wollen ja auch die Bananen hier rein und so. Und was tatsächlich, was wir jetzt nicht zeigen, es geht auch los, wenn der Deckel geöffnet ist. Das ist tatsächlich ein Mangel, den wir schon sehr ernst nehmen und der uns sehr beschäftigt. Das ist also suboptimal. Wer sich des Problems bewusst ist und jetzt nicht häufig mit den Kindern zu Hause kocht, ist da vielleicht eher auf der sicheren Seite. Wir haben die Kaufentscheidung noch mal ein bisschen zusammengefasst hier bei uns. Würden Sie das auch so unterstreichen? Wir schauen mal auf die Tabelle, was ich mir so merke. Also, welche Geräte habe ich schon zu Hause? Ist mal ganz wichtig zu überlegen. Was brauche ich noch zusätzlich? Was möchte ich machen? Sicherheit in der Mixtulpe haben wir gerade eben angesprochen. Und was mir eben wichtig ist, wobei da bleibe ich beim Fragezeichen irgendwie hängen. Also das mit dem Rühren bei den eher schwenkarmigen, also wenn ich was Fluffiges haben will, und das Schneiden eher bei den anderen. Ganz genau so. Also wenn man es so ganz grob sagen will, backen, schneiden. Also so ganz grob gegenübergestellt. Aber wie gesagt, haben wir im Test festgestellt, die nähern sich an. Also beide können beides, zum Teil eben nur so ein bisschen. Mein Vorschlag wäre, sorgen Sie für eine gute Nachbarschaft. Verteilen Sie das über die Nachbarschaft, die einzelnen Geräte. Treffen Sie sich zum Backen und Kochen oder tauschen Sie die Maschinen ab und an aus. Super, so machen wir es. Wunderbar.